Ich zeige euch im heutigen Video drei Fortnite-Maps, auf denen man gerade kostenlose Skins bekommt und vor allem auf denen man gerade Galaxy-Skins und Custom-Rainbow-Skins bekommen kann. Und nein, das ist kein Fake, sondern geht wirklich. Diese Maps wurden alle in Creative 2.0 erstellt mit neuen Techniken und nur ganz wenige Leute wissen gerade, wie das funktioniert. Deswegen bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, ich kann euch nur sagen, es lohnt sich. Bevor wir starten, wollte ich euch ganz kurz darauf hinweisen, dass ich zurzeit jeden Tag fast Sachen an meine aktivsten Supporter verschenke. Hier zum Beispiel habe ich gerade einem Abonnent, der seit mehreren Jahren meinen Creator-Code nutzt, einfach sowas geschenkt und er hat sich richtig gefreut. Wenn ihr auch mal einer davon sein wollt, dann benutzt gerne meinen Creator-Code TimTubeYT im Shop, Hashtag Ad, liked danach das Video, abonniert meinen Kanal mit der Glocke und kommentiert dann mal Hashtag Geschenk und dahinter euren Epic-Name. Fangen wir also direkt mal an mit der ersten Map, Leute, und dafür gehen wir erstmal da auf die Lupe drauf in der Lobby. Und jetzt gebt ihr einfach da immer den gleichen Code ein, den ich euch gerade zeige, nämlich 0421-2476 und dann 9368. Wenn wir das dann eingeben, kommt auf jeden Fall die All Skins Galaxy Buildpad Map und da laden wir erstmal einfach drauf in einem privaten Match. Es geht natürlich auch öffentliches Match, aber dafür, dass ich es euch zeigen kann, nutze ich jetzt mal privates. Jedoch könnt ihr auch die Map komplett normal mit euren Freunden oder mit Randoms spielen. Diese Map, die jetzt kommt, ist sogar die schlechteste vom ganzen Video und die anderen beiden Maps werden noch um einiges krasser und ihr könnt auf der einen sogar mehr als 1700 Custom Skins bekommen. Damit meine ich Regenbogen-Skins, Wolken-Skins, Galaxy-Skins, alles. Sobald wir dann auf jeden Fall in die Map hier reingeladen sind, können wir schon mal direkt das Spiel starten und jetzt seht ihr schon, sind wir gerade hier als neuer Galaxy Wonder gespawnt. Ihr habt dann hier eine komplette Galaxie-Map und könnt dann jeden einzelnen Skin, den ihr gerade im Spind habt, in ein Galaxy-Skin verwandeln und könnt dann nebenbei auf der Map noch 1 gegen 1 gegen eure Freunde machen. Es gibt ja außerdem verschiedene Waffentypen und ihr könnt jedes Mal neue Waffen nehmen, um dann 1 gegen 1 gegen eure Freunde zu machen. Außerdem kann man da nochmal den Himmel ändern und jeder einzelne Skin, den ihr im Spind habt, wird dann gleich zu Galaxy. Das einzige Problem an der Map ist eben, dass alles andere hier auch Galaxy ist, also die Treppen und vor allem auch hier die Wände. Und dadurch ist der Skin ein bisschen schwer zu erkennen, aber das ändert sich gleich mit der anderen Map. Wir gehen jetzt aber erstmal hier zu einem Locker hin und dann werde ich euch mal ganz kurz zeigen, was hier alles passiert ist und wie dann jeder andere Skin in Galaxy-Form aussieht. Dafür gehen wir erstmal da auf den Spind drauf und jetzt könnt ihr schon sehen, ist jeder einzelne Skin aus eurem Spind komplett Galaxy-Farben. Und an alle von euch, die gerade wissen wollen, wie man den Original-Galaxy-Skin bekommt, dafür müsst ihr einfach nur einmal Season 1 eingeben und die Leute von euch, die dann diesen totalen Nullpunkt-Skin haben, haben dann einfach den normalen Galaxy-Skin in einer neuen Version. Denn das hier, was ich gerade ausgewählt habe, ist nämlich der originale Galaxy. Und abgesehen von ein paar kleinen Details haben wir jetzt den komplett normalen Galaxy. Ihr könnt dann also auf der Map ganz einfach gegen eure Freunde 1 gegen 1 machen. Aber aufgrund der Bugs würde ich mal sagen, zeige ich euch direkt mal die zweite Map. Und die ist nochmal um einiges besser. Und da sieht man die Skins wirklich komplett. Und es gibt da keinen Himmel, der alles zerstört. Dafür gehen wir erstmal hier aus der Map raus. Und jetzt geht ihr einfach wieder mal hier auf die Lupe drauf in der Lobby. Und gebt dann da einfach den gleichen Code ein wie ich. Also das, was ich gerade zeige. 5452. 4875-7283. Das hier geben wir ein und dann kommt auf jeden Fall die Galaxy Swapper Buildfight Map. Diese wird gerade auch von mehr Leuten gespielt und das liegt einfach daran, dass sie einfach viel, viel besser ist und schöner ist. Und diese wählen wir dann einfach aus, stellen dann wieder mal privates oder öffentliches Match ein, das ist eigentlich völlig egal. Und sobald wir dann da auf Spielen drauf drücken, laden wir direkt in die nächste Lobby rein. Wie ihr gerade sehen könnt, ist die Map um einiges cleaner. Es gibt keinen Galaxy Himmel, keine Galaxy Treppen. Und man sieht den Skin wirklich, wie wenn es eine normale Runde wäre. Wenn die Spitzhacke gerade nicht genauso wäre, würde es aussehen, wie wenn wir gerade den normalen Galaxy-Skin spielen. Und das hier ist auf jeden Fall eine echt schöne 1 gegen 1 Map, auf der ihr dann einfach mit Galaxy-Skins gegen eure Freunde spielen könnt. Der einzige Bug an dieser Map ist auf jeden Fall, dass wenn ihr außerhalb von dieser Grenze lauft, ihr einfach nach hinten laufen könnt und dann einfach euren Skin aus dieser Perspektive sieht, obwohl man das normalerweise gar nicht kann. Diese Map ist aber wirklich um einiges besser als die letzte, aber die, wo ich euch jetzt gleich zeige, ist wirklich die allerbeste Galaxy Map 2024. Wir gehen erstmal zurück zu den Lockern und da könnt ihr dann wieder mal jeden einzelnen Skin direkt auswählen, aber da eben mit dem Unterschied, dass ihr ihn erst als Galaxy Skin seht, sobald er gespawnt ist. Wir können also wirklich jeden einzelnen Skin jetzt einfach nehmen, zum Beispiel Royale Bomber, und haben diesen dann komplett normal in der Galaxy Version. Das geht wie gesagt bei jedem einzelnen Item, also bei jedem Backpack, bei jedem Skin, bei jeder Spitzhacke und bei jedem Gleiter. Und wir können hier wirklich komplett auswählen, was wir wollen. Die Spitzhacke und das Backpack werden jedes Mal mitgeändert und damit könnt ihr wirklich tausende von verschiedenen neuen Galaxy-Kombinationen machen. Und das ist wirklich eine sehr, sehr coole Map. Übrigens, Leute, bevor wir gleich weitergehen zur letzten und besten Map, nochmal eine kleine Ankündigung. Nämlich gibt es wahrscheinlich bald eine neue Map, in der man einfach mit Renegade Raider und vielen weiteren OG-Skins kostenlos spielen kann. Und diese werde ich euch dann auch in einem Video zeigen. Deswegen lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da, aktiviert die Glocke und stellt sie unbedingt auf alle, denn dann verpasst ihr kein einziges Video, denn dann verpasst
verpasst ihr kein einziges Video oder keinen einzigen Stream mehr von mir. Und das wird sich wirklich sehr lohnen. Das Video wird wahrscheinlich in ein paar Tagen dann kommen, wenn alles klappt. Deswegen macht das gerne und tragt vor allem auch gerne im Itemshop mein Supporter Creator Code TeamTubeYT ein. Danke an jeden, der es macht. Und ich würde mal sagen, wir gehen direkt weiter in die nächste Map. Und diese Map hat es wirklich komplett in sich. Dafür geht ihr einfach zurück in die Lobby und geht dann wieder mal wie immer auf die Lupe drauf. Und jetzt müsst ihr da wie jedes andere Mal auch einfach den Code eingeben, den ich euch zeige, nämlich 947411150339. Wenn wir diesen Code eingeben, kommen wir auf jeden Fall auf die Galaxy 1 gegen 1 Map vom Rams Videos. Und das ist mit Abstand die beste Map, die es überhaupt gibt dafür. Und das werdet ihr auch gleich sehen, wenn wir in-game angekommen sind. Macht dann einfach bereit und wartet auf jeden Fall, bis die Runde gestartet hat. Und jetzt Leute, wenn ihr gespawnt seid, seht ihr schon, seid ihr gerade ein Galaxy Skin. Aber das war noch lange nicht alles. Das erste, was ihr auf dieser Map machen könnt, ist natürlich 1 gegen 1. Außerdem gibt es da nochmal Custom Musik aus UEFN. Und vor allem könnt ihr jeden einzelnen Skin aus eurem Spind ganz einfach mit dieser Map zu einem Galaxy Skin machen. Aber, und das ist jetzt das ganz Wichtige an der Map, ihr könnt auch jeden anderen Skin in einen Rainbow-Skin verwandeln oder sogar in einen Wolken-Skin. Wie das genau aussieht, zeige ich euch jetzt. Und dafür nehmt ihr einfach irgendeinen Skin, den ihr gerade haben wollt und lauft dann einfach an diese Wand dahin, da wo Galaxy, Rainbow und Cloudy dran steht. Und jetzt könnt ihr einfach da auf den Rainbow-Button draufdrücken und seht dann schon, dann wird euer Skin komplett zu einem Regenbogen-Skin. Das geht wieder mal mit allen Skins. Das heißt, je nachdem, wie viele Skins ihr in eurem Spind habt, ist es dann eben möglich, bis zu 1700 verschiedene Rainbow-Skins zu bekommen. Das Einzige, was noch ein bisschen verbuggt ist, ist gerade hier die Spiegelung in der Wand. Aber das sollte eigentlich egal sein. Genau das gleiche geht aber auch für die Cloudy-Skins. Und dafür geht ihr einfach da an den Cloudy-Button und drückt diesen dann ein einziges Mal. Und jetzt seht ihr schon, haben wir einen kompletten Wolken-Skin. Dieser Skin sieht auch mega cool aus. Und ich denke mal, vor allem bei einigen Elementar-Skins müsste das wirklich sehr cool aussehen. Auch damit könnt ihr wieder mal alles machen und könnt die ganze Zeit gegen eure Freunde 1 gegen 1 machen. Und vor allem für Clips oder Videos finde ich die Map wirklich sehr perfekt. Der einzige Nachteil an dieser Map ist eben, dass der Galaxy-Style ein bisschen zu dunkel ist, meiner Meinung nach. Und dieser Style war auf den anderen Maps auf jeden Fall besser gelöst. Und ja, Leute, das waren auf jeden Fall alle drei Galaxy-Maps, die ich euch im heutigen Video einfach mal zeigen wollte. Ich hoffe mal, dass ihr damit viel Spaß habt mit euren Freunden. Und jetzt nochmal ganz kurz eine kleine Ankündigung. Denn der Ersteller von dieser Galaxy-Map hat nämlich schon angekündigt, dass es bald eine Map gibt, auf der man einfach Renegade Raider, Wander, Galaxy und viele weitere Skins kostenlos spielen kann. Und diese Map werde ich euch in ein paar Tagen dann zeigen, sobald sie raus ist. Das Krasse daran ist, ich habe ja bisher schon mal Videos gemacht, wie man mit dem Mystique-Skin zum Beispiel Renegade bekommen kann. Und da konnte man eben auf diesen Maps, die ich da gezeigt habe, sich in OG-Skins verwandeln. Aber nur, wenn man diesen Mystique-Skin aus Season 12 hatte. Da aber viele von euch den Skin nicht haben, haben mich auch viele davon gefragt, ob ich auch mal eine Map rausbringen kann oder eben vorstellen kann, in der das ohne den Skin geht. Und genau das sollte jetzt möglich sein. Denn dank Creative 2.0 hat er es geschafft, kostenlose Skins einzufügen. Und solange ihr dann in der Map drin seid, könnt ihr einfach mit Renegade Raider und vielen weiteren seltenen Sachen spielen. Und das komplett gratis und ohne Probleme. Wenn ihr also wollt, dass ich dazu ein Video mache, dann lasst ein Like und ein Abo da. Aktiviert die Glocke und stellt sie auf alle. Denn damit verpasst ihr kein einziges Video mehr von mir. Und ich würde mal sagen, das war's mit dem heutigen Video. Schickt es gerne an eure Freunde. Und hier rechts wird gleich nochmal ein anderes Video von mir angezeigt, was ihr auch gerne schauen könnt. Macht das gerne und ich würde sagen, das war's und wir sehen uns beim nächsten Mal.